Ich sammle erstmal alles ein hier. Irgendwann wird ja schon wieder irgendein Gegner kommen, der eine Kiste droppt. Oh, da ist doch schon einer. Guck mal hier, das ist der Blaue da. Der. Okay, der hat anscheinend keine Kiste gedroppt. Schade. Warte mal, wir könnten zum Candelando gehen. Der ist rechts. Ich gehe mal zum Candelando. Nein! Abbrechen. Das sowas nicht. Ich will doch nicht die. Das macht doch gar keinen Sinn. La 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 la. Ja. Ich hab noch 6 Minuten. Dann ist, dann kommt der Tod und dann ist alles vorbei. Aber vorher kommt noch Gregor Joey. Alles klar. Ich würde gerne nicht so lange da stehen bleiben, aber naja, ich wollte gerne meine Bibeln haben. Fürs große Finale. Da sind meine Bibeln und Geld. Super, jetzt muss ich also nur noch aktivieren, damit die Sache auch richtig zur Sache geht. So, warte mal, wir müssen nach da. In die Richtung muss ich. Also. Arbeiten wir bitte dran. Ja, ja, lass dich ruhig mal ein bisschen hauen, das ist schon total in Ordnung. So, wenn, dann liegt das bestimmt in irgend so einem Raum hier. Ich muss es dann auch nur sehen. Ist bei der Gegnermenge immer gar nicht so leicht, hier irgendwas zu sehen. Ist aber bei der Gegnermenge immer gar nicht so einfach, Thumbnails zu erstellen. Weil es halt auch immer alles ein bisschen vollgemüllt ist mit irgendwelchen Effekten, die man vielleicht gar nicht will. Oh, Dame. Tamagotchi-Chef. Ja gut, die Kiste, die macht jetzt nicht so richtig Sinn. Gibt nur Geld, in Anführungsstrichen. Sind aber auch schon wieder 5000. Irre. Warte mal, Candelandor müsste ja hier da oben nicht da noch, der. Der Candelabrador. Ja, den können wir nehmen. Jetzt könnten wir noch darauf gehen und die Rüstung holen. Aber in 3 Minuten werden wir das wohl nicht schaffen. Jetzt wird es interessant, was er. Ach, guck mal an. Jetzt werden sie alle blau. Oh, ja, auch schön. Das finde ich ja gut. Ich habe das Gefühl, die wachsen auch unproportional. Moment, da muss ich drum herumlaufen. Erfahrungspunkte kriegst du jetzt keine mehr, ne? Weil du keinen mehr tötest. Hallo, hallo, das war so nicht abgesprochen, Freunde. Nee, das war so nicht abgesprochen. Ah, der ist der für den Grundbereich zuständig ist. Hör doch mal auf damit. Geh doch mal jetzt hier, was ist das denn? Weiß nicht, ob der Molkereichef da wo angetan ist von, wenn ihr hier so einen wilden Max macht. Oh nein, nein, ich wollte das nicht. Das war doch alles nur ein Versehen, Dicky. Naja, auf jeden Fall haben wir die Stage jetzt completed. Das ist, ich hab Verbannen freigeschaltet. Den Feuerstab habe ich verbessert. Toll, das war richtig was wert. Gut. Ich möchte gern meinen Freund wieder, ja. Ab in Galloturm. Kurz gucken. Da habe ich schon alles eingesammelt. Im Galloturm würde ich mich übrigens riesig freuen. Ach, ich weiß es da auch nicht. Ich hätte mich riesig gefreut, hätte ich da das Mana-Lied gekriegt. Wobei ich da auch nicht sicher bin, ob ich das so gut finde. Ich nehme es aber auf jeden Fall mal mit.
Weil ich weiß nicht, ob die Waffen hier so der Oberbringer sind. Ich habe auf jeden Fall auch Knoblauch. Das ist auf jeden Fall schön. Und ich habe auch eine Idee für das Letzte. Wir könnten wieder die Bibel nehmen, klar. Aber ich habe eine andere Idee. In der Hoffnung, dass das was taugt. Wir müssen es nur auch kriegen. Das ist der andere Ansatz bei der Geschichte. Ach, jetzt bietet er mir hier die Bibel an. Ne? Das ist auch ein bisschen traurig. Das finde ich nicht schön. Das finde ich ehrlich auch ein bisschen gemein. Sonst hast du unter Umständen Pech und musst jahrelang auf das Ding warten. Wo ist mein... Ich wollte vielleicht dieses hier Weihwasser auch mal mitnehmen. Aber jetzt kriege ich natürlich ja nur noch eine Peitsche, ne? Ist ja klar. Die könnten wir auch nehmen, aber die macht immer, glaube ich, nur... Ich weiß es gerade nicht. Ich bin unentschlossen. Ich will hier eigentlich nur Level... Ich weiß gar nicht, ich soll hier Level 80 werden, glaube ich, ne? Weiß ich ja auch nicht, ob das überhaupt realistisch ist für mich. Vielleicht sollte ich doch die Bibel nehmen. Wir haben aber das Kreuz noch nicht erforscht. Okay, wir machen mal das Kreuz weg. Ich habe da keinen Bock drauf. Naja, gib mir die Kanone, komm her. Vielleicht doch die Bibel. Ich muss ja hier Level 80 werden. Und warum respawnen die alle? Was soll denn der Kack? Das habe ich beim letzten Mal schon nicht verstanden, warum die alle respawnen. Ach, guck an. Ah, jetzt wird's unromantisch langsam, ne? Der ist schon tot. Ich dachte, der hat vielleicht was Schönes. Ja, wir machen erstmal die... Ich versuche erstmal die Waffen voll zu kriegen, weil ich auch nicht weiß, was davon der... Da weiß ich auch immer noch nicht, was der Verbinder ist. Also was das zur besten Waffe der Welt macht, quasi. Haben wir irgendwo ein Hähnchen? Wir haben nur komische Skelett-Dinosaurier-Drachenviecher, ne? Ich sollte das vielleicht irgendwann doch mal rausfinden. Vielleicht muss ich es aber erst noch freischalten, wer weiß. Diese roten Viecher, die geben mir auch was auf den Zeiger. Kannst du mal zünden hier? Das wäre ganz gut. Ich würde mir gern Platz verschaffen. Oh, jetzt hier durchlaufen. Ja, ja, mach Mana. Wir könnten auch die Äxte mal wieder nehmen. Das ginge auch. Wäre hier tatsächlich auch gar nicht so schlecht, aber bei 80 Level habe ich mir überlegt, eine Bibel wäre gut. Und vielleicht hätte auch die Krone Sinn gemacht. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn wir gestorben sind. Naja, Blitzring, komm her. Ja, also... Ja! Hier ist alles voll auf Video. Level 8. Okay, wir sollten da fertig sein. Passt mal auf. Ich mache das jetzt ganz leicht. Ich google das kurz. Vampire. Gibt es da sowas wie sowas? Ah, guck an. Das hilfreich. Hilfreich. Kann ich das auswählen? Moment, ich muss kurz gucken. Wenn ich das anklicke, das ergibt das. Okay, das hatte ich irgendwie auch schon. Ah, okay.
Okay, das ergibt tatsächlich Sinn. Das hier, was macht das? Das ist das da. Das ergibt wann... das ist das. Das ist auch krass. So, warte. Wir brauchen das hier. Das ergibt das. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Ich bin im Rennen. Also, falls da irgendwer Zweifel dran hatte, ich weiß jetzt, wie es läuft. Ich hab total den Durchblick. Ah, nee, ich habe noch nicht ganz. Moment, das macht ja auch Sinn, wenn man rausfindet, was man damit braucht, ne? Oh, what? Okay, das kriege ich hier bestimmt nicht, oder? Nee, so noch nicht gesehen. Ah, egal. Kann man dann... Muss ich da vielleicht mal einsammeln? Weiß ich nicht. Kann ich mich auch nicht dran erinnern irgendwie. Schwierig. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt... Ich habe jetzt hier Durchblick. Durchblick 3000. Durchblick 3000. Was war denn der Zauberbinder nochmal? Ah, Bibel, genau. Dafür war der Zauberbinder. Das nehme ich mal mit. Ich habe die Maus im Bild, mach weg. Ja, kannst du ruhig weitermachen, das ist okay. Was ist denn hier? Wer bist du denn? Das gibt einmal drei Sachen für schön. Boah, dann laufen wir einmal hier durch und dann können wir ja mal die ganzen Erfahrungsmittel. Ja, hier haben wir Level 8. Das ist toll. Oh, aua. Das hat wehgetan. Und war auch so super unnötig wieder. Ach, jetzt kommen diese Drachenschrimps. Die sind echt ein bisschen kacke. Oh, die sind wirklich kacke. Siehst du ja. Die sind hartnäckig. Das brauche ich. Das ist es. Keine Ahnung, was das jetzt macht. Achso, das ist ein neues Ding hier. Ja. Mach einfach. Da wird's wild. Wir könnten natürlich auch die Axt mitnehmen. Den Verdoppler brauche ich auf jeden Fall auch. Das ist früher oder später. Wenn ich die Maximalstufe des Rings erreichen will und für Level 80 werde ich die vermutlich brauchen. Da ist das, was ich mitnehmen wollte. Das ist schön. Oh, der Schrimpchef. Oder die Schrimpchefin, je nachdem. Ja, nimm das auch mal mit. Komm her. Oh, jetzt haben wir hier nämlich die Knifte der Kniften. Da ist jetzt die Knifte der Kniften am Schlüssel. Da kann man nämlich jetzt noch mehr mitnehmen. Machen wir erstmal einen Goldrausch in Alaska fertig. Das ist ein Traum, sag ich dir. Mach hier.
kriege irgendwie keine Angriffsdinger mehr. Weiß nicht warum. Ich habe da noch einen frei. Ja, komm her. Wir nehmen sie. Scheißegal. Mach mehr Blitzring. Weiß nicht, ob ich das Geräusch so gut finde. Ich laufe einfach wieder in die andere Richtung. Himmel, Gott. Ah ja. Mach keinen Stress. Jo, Blitzring bitte. Ach, du Heiland. Ja, Blitzring. Weil ich habe ja den Verdoppler, das, oh, 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 oh. Ich krieg so eine mehr kaputt, warum? Hier, was kannst du? Kannst du irgendwas? Bist du zu irgendwas bestimmt? Nee, du bist zu nichts bestimmt. Du kannst einfach nichts. Das ist dein Problem. Mach das mal weg. Wir könnten mir ruhig mal ein paar Sachen geben, die jetzt Sinn machen bei mir. Aua. Hallo, ich will Level 80 werden, ne? Im Galloturm. Habt ihr das schon wieder vergessen? Das sind nur noch 40 Level. In knapp einer Viertelstunde. Das ist machbar. Außer man stirbt. Dann ist es nicht machbar. Ja, mach Blitzring Level 8. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier gegen die Schrimps verteidigt kriegen. Ich hätte das mit der Bibel vielleicht früher anfangen sollen. Ich würde gerne an die Kiste. Ich meine, das könnte immerhin mein... Oh, das ist mein Knoblauch. Kein Blitzring? Ja, hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Aber gut, dann ist es halt der Knoblauch. Das soll mir auch recht sein. Machst du jetzt mal hier den Oberkönig da kaputt? Das ist komische Muskelprotzvieh. Ich weiß nicht, was du bist, aber du stinkst. Oh, jetzt haben wir auch einen Ring. Das ist toll. Ring des Grauens. Jetzt scheppert's hier richtig, Freunde. Jetzt scheppert's hier richtig. Nimm mal das Wasser mit. Fürs Wasser habe ich immer noch die Upgrade-Möglichkeit. Naja, wir... Weiß ich nicht. Ja, mach das da. Wird ja für den Moment wird's ja egal sein. Ja, kannst du mal die Bibel auf Level 2 machen. Da müsste dich jetzt übrigens ein bisschen beeilen, dass das noch was wird hier. Wie hartnäckig das alles ist. Hast du dir auch nichts, musst du dir nichts vormachen. Wir brauchen EP, Freunde. EP, das ist es. Ich muss Level 80 werden. Im Galloturm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit erfolgreich sein werde. In 10 Minuten noch so viel Level. Hier gibt es auf jeden Fall jetzt erstmal ein Hähnchenbratgerät. Ja. Mach das. Mach das. Mach das. Naja, komm. Es wäre natürlich viel hilfreicher, wenn du vielleicht die Bibel vorher upgradest, als dass das Level 8 hat, aber gut. Aber Weihwasser. Das ist jetzt Level 5. Das ist auch noch weit weg von dem, was ich brauche. Moment, ich gehe mal hier gucken. Hier oben gibt es einen Geldsack. Da ist auch irgendwas. Ah, jetzt gibt's Euros.